Hallo Leute, wir haben Ende März, gutes Wetter und der letzte Gartenumgang ist schon ein wenig her. Der letzte war, glaube ich, Mitte Januar. Seitdem ist einiges passiert im Garten und wir zeigen euch heute, was sich seitdem verändert hat und wir möchten euch zeigen, was jetzt die nächste Zeit ansteht. Und heute ist meine Mutter dabei, die hilft uns ein bisschen und ja, am besten stelle ich mal selbst vor. Ja, hallo, ich bin Daniels Mutter, ich bin die Suse und ich helfe den Jungs heute mal ein bisschen das Unkraut aus dem Beet zu entfernen, weil da sind sie ein bisschen nachlässig und deswegen guckt die Mutter heute mal nach dem Rechten. Ich freue mich auf die kommende Gartensaison, dass wir viel Zeit gemeinsam im Garten verbringen. Dann wollen wir heute noch im Beet einen neuen Weg einziehen. Wir müssen den Spinat ernten. Ja, vielleicht können wir sogar Feldsalat ernten. Mal schauen, wie der aussieht. Dann wollen wir im Gewächshaus endlich jetzt die Plane mal wieder drauf machen. Die hatten wir abgenommen wegen dem ganzen Wind. Und dann wollen wir noch Kopfsalat, den wir daheim vorgezogen haben, versuchen im Gewächshaus auszusehen. Ja, fällt einem von euch sonst noch was ein, was wir machen sollten? Wir haben dann noch den Hokkaido dabei. Ah, stimmt, mit dem Pferdemist. Genau. Dann können wir den einfach auf den Pferdemist auspflanzen. Ja, ist eine gute Idee. Und ich denke mal, sonst haben wir jetzt, glaube ich, jetzt genug zu tun für heute. Ja, dann nehmen wir die Kamera jetzt mit und zeigen euch alles. Okay. Viel Spaß. So, das Segel. Hier sehen wir jetzt unseren vorgezogenen Kopfsalat. Hier die ersten zwei Reihen. Den haben wir ausgesät vor circa 3-4 Wochen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und da schauen wir jetzt mal rein, ob der auch gute Wurzeln ausgebildet hat. Naja, mittelprächtig. Hätte ein bisschen mehr durchwurzelt sein können. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen, aber wir haben noch mehr Salat vorgezogen in den Anzuchtplatten und den wir jetzt hier haben, den setzen wir jetzt einfach mal ins Gewächshaus und schauen mal, ob er was wird. Kannst du noch die andere Salatplatte holen? Das steht doch da. Ja, kannst du schon mal hier reinstellen. Hier haben wir jetzt noch eine zweite Platte mit vorgezogenem Kopfsalat. Aber den stellen wir jetzt einfach nur ins Gewächshaus und warten, bis der noch ein bisschen mehr Wurzeln gebildet hat. Wir haben ja gesehen, bei der ersten Platte, das war ein bisschen wenig. Ja, aber das zeigen wir dann euch auch, wie wir den demnächst auspflanzen werden.
Was hast du denn mit den Wetzen vor? Ah ja, lass hier die hier hinlegen, um diesen Spalt abzudecken. Vielleicht noch ein bisschen Erde dran. Vielleicht hält es ja ein paar Schädlinge ab, so Schnecken oder so. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber versuche es wert. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall wird es nicht so durchziehen, wenn wir es abdichten. Dann sollten wir die vielleicht auch ein bisschen am Holz außen befestigen. Die Plane? Ja. Achso. Können wir diese Dachpappestifte nehmen. Mhm. Dann ist es ein bisschen stabiler und ja, dann zieht es auch nicht so. Hier unsere beiden Reihen Feldsalat, die haben wir schon in unserem ersten Gartenrundgang aus Januar gezeigt. Da war eigentlich gar nichts von zu sehen, ziemlich mickrig. Ja, jetzt ist der schön gekommen. Ich werde den jetzt ernten, dann vielleicht gerade hier noch in der zweiten Reihe das Unkraut wegmachen. Ja, und dann neu aussehen. Ja, die Mutti ist jetzt einmal durch den Knoblauch gegangen. Hier sehen wir das Ergebnis, wie viel Unkraut doch da drin war. Echt Wahnsinn. Ja, es ist noch nicht fertig. Ja, aber fast. Nächste Woche geht's weiter. Okay. Sieht doch schon toll aus. Wie geleckt. Der Knoblauch ist echt schön gekommen. Auf die Ernte freuen wir uns sehr. Das sind nämlich alle gute Knoblauchesser. Also bin ich mal gespannt. Ja, und hier sehen wir dem Kai seine Ausbeute vom Feldsalat. Ja, es sieht immer viel aus, aber gibt dann doch nicht so viel. Ja, aber einen anständigen Salat wird man wohl damit hinbekommen. Natürlich wird das hier noch ein bisschen geputzt. Ja. Schön. Ja, super. Machen wir dann jetzt noch hier das Unkraut weg und dann sehen wir gerade nochmal neu ein, oder was? Ja, genau, wie ich eben gesagt habe. Gut.
Hier jetzt der fertig geerntete Spinat. Schön große Blätter. Wie man sieht, sind einige Blätter halt angefressen oder haben Löcher. Das bleibt halt leider nicht aus. Der Spinat, der jetzt noch nicht so groß ist, den haben wir erstmal drin gelassen. Den lassen wir noch wachsen. Und ja, Spinat ist eigentlich ein leckeres, vielseitiges Gemüse. Man kann da zum Beispiel ein Nudelpesto draus machen, richtig lecker. Oder einfach den bekannten Rahmspinat oder zu einem Gemüsesmoothie. Ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man mit Spinat sonst noch so anstellen kann, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Unter anderem haben wir Hokkaido vorgezogen, ein sehr schmackhafter Kürbis. Und den setzen wir hier auf den Pferdemist. Den haben wir vor ein paar Wochen hier einfach abgeladen. Bei eBay Kleinanzeigen kann man das oft kostenlos bekommen. Kürbis ist ein Starkzehrer, braucht viele Nährstoffe. Da sollte der sich hier auf dem Pferdemist sehr wohl fühlen. Man sieht, er ist schon recht gut durchwurzelt. Und dann hoffen wir mal, dass die Kürbisente dieses Jahr was wird. Letztes Jahr haben wir auch einige Kürbisse ausgesetzt, aber nicht auf Kompost oder ähnlichem. Und die Kürbisse sind einfach alle nichts geworden. Sind auch zum Teil den Schnecken zum Opfer gefallen. Da müssen wir dieses Jahr ein bisschen mehr aufpassen. Direkt neben dem Komposthaufen mit dem Pferdemist machen wir noch einen zweiten Hokkaido-Kürbis hin. Hier haben wir vom Apfelsaft und Apfelwein machen letztes Jahr den ganzen Apfeltreste, also die Reste, haben wir hier einfach aufgehäuft. Und dann ist noch ein bisschen Grasnarbe mit dabei. Hier sollte die Erde auch sehr gehaltvoll sein. Und deswegen kommt jetzt hier dann der zweite hin. Ja, hier sieht wirklich gut aus. Man sieht viel organisches Material und die ist sehr dunkel. Sollte ein guter Standort sein für den Kürbis. Ja, mit zwei Kürbissen sollten wir, glaube ich, über die Runden kommen. Vielleicht pflanzen wir irgendwo noch einen dritten hin, schauen wir mal. Aber das sollte auf jeden Fall genügen. Zu guter Letzt haben wir noch die Folie von dem Tunnel und die untere Folie mit Dachlatten am Grundgerüst festgeschraubt, um das Ganze noch sturmsicherer zu machen. Wenn euch unser Gartenrundgang gefallen hat, dann lasst uns doch einfach ein Abo da, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, es ist kostenlos und dann sehen wir uns im nächsten Video.